Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Runaway. Wir müssen 3 Prüfungen bestehen. Ich meine, im Moment sind wir bei Piraten. Da geht es ohne 3 Prüfungen nicht. Das wissen wir ja schon von anderen Spielen. Wenn der so weitermacht, werde ich es am Ende auch singen. Und dann sind wir wirklich geliefert. Ja, so wie du es sagst. Eine von diesen Prüfungen, die von Diebstahl und Raub, die haben wir schon geschafft. Wir sollen noch ein historisches Quiz, Rätsel aus der Historie der Piraten oder so irgendwas lösen. Und wir sollen noch eine grausame Tat begehen. Und jetzt würde ich gerne wissen, der Teufelssohn den Wako geschlagen haben. Vielleicht zählt es ja schon als als grausame Tat? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich beim Niederschlagen von Teufelshund eine Gewalttat begangen. Doch das meinte ich. Glaube nicht, dass die Gesetze der Schildkröteninsel dies als extreme Gewalt ansehen. Okay. Was haben wir sonst noch alles da? Wir haben einen Aushang da. Ein Mann, eine Flasche, ein Tag. Wenn der so weitermacht. Ja, ist ja schon gut. Für die Interfekter käme mir das recht gelegen. Aber langsam. Dann haben wir hier noch ein schwarzes Brett. Na sowas. Lady Camille bringt der gesamten Besatzung das Schreiben bei. Mal sehen, was hier steht. Brian, aufwachen. Gezeichnet, deine Freunde von der Douglas 3. Okay. Verkaufe Seele... Für einen Schluck Grog. Alter Hund, Achterdeck. Kaufe Kette und Eisenkugel. Grundklar bauter Mann. Ich ändere meinen Hundenamen. Frag nach Schusshündchen auf dem Achterdeck. Brian auf. Okay, das waren sie wohl. Ja, gut. Was haben wir sonst noch alles? Wenn der so weitermacht. Da haben wir noch eine Rate. Ab und zu scheint sie sich zu bewegen. Doch ich bezweifle, dass sie das freiwillig macht. Bezweifle ich auch mal. Nein, die stinkt. Okay. Soweit ich weiß, lässt sich damit der Bordknast öffnen. Vielleicht könnte man sie mit etwas Langem, zum Beispiel einem Schwert, abhängen. Aber verdammte Ärzte. Was ist mit dem Brieföffner? Der ist wahrscheinlich nicht lang genug. Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay. Was haben wir da? Da haben wir noch einen Aushang. Legen Sie hier Ihre unnützen Gegenstände ab. Nein, damit mich das weiterbringt, müsste ich erst meine eigene Kiste mit nutzlosen Sachen haben. Okay. Ob er das Liedchen irgendwann auswendig lernt und dann endlich die Klappe hält? Bezweifle ich. Was haben wir denn da? Eine Truhe voller Krimskrams. Sie ist voll überflüssiger Küchengeräte. Ist da was drin, was wir brauchen könnten? Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass da nichts Nützliches drin ist. Servietten, Besteck, eine Tischdecke. Igitt, sogar sauber. Ein Dodo, ein Piratenhirn, ein Flicken. Mann, ein Gummihuhn mit Rädern, aber ohne Batterien. Toll, ein Pentium 7 mit 24,5 GHz. Ohrenstäbchen, ein trantorianisches Raumschiff, bei Gott, ein Stückchen Käse, ein Duftbaum mit Kieferngeruch, eine Gabel mit Sanduhr. Nichts Interessantes. Okay, kann man wirklich gar nichts mitnehmen. Probier's nochmal. Gut, für alle Fälle werde ich nochmal nachschauen. Ein Duftbaum mit Kieferngeruch, eine Gabel mit Sanduhr. Nichts Interessantes. Okay, aber hat was anderes gesagt. Nein, da ist nichts Interessantes drin. Okay, jetzt macht das auch nicht mehr. Nun gut. Ich erinnere mich schon mal daran, vorbeigekommen zu sein, als Vetter Hund mich zum Kapitän brachte. Ach, Esszeller. Die Tür wird von Vetter Hund bewacht und ich glaube nicht, dass er mich reinlässt. Nun gut, dann reden wir nochmal mit ihm. Sag mir, Vetter Hund. Womit kann ich dienen? Bluthund? So. Probieren wir mal die Prüfung abzulegen, hätte ich gesagt. Ich möchte die Prüfung in Geschichte der klassischen Gaunerei ablegen. Fangen wir also an. Erste Frage. Wie hieß der Bordkoch,
der zur berühmten Besatzung des leider gescheiterten Captain Flint gehörte? Ich war mal ganz kurz weg. Ja, welchen Hammer denn? Oh, jetzt wüsste ich ganz gerne nochmal, was für eine Frage da nochmal war. Long John Silver. Ich wusste, du würdest nicht lange brauchen, um das zu erraten. Der ist nie verkehrt. Fort. Zweite Frage. Welches Gewerbe übte Kapitän Blood aus, bevor er zum blutgierigen Piraten wurde? Woher soll ich das wissen? Arzt? Arzt. Gut gesprochen, Donnerwetter. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dritte Frage. Wie konnte Kapitän Swallow von der Insel fliehen, auf der er von Kapitän Barbossa, dem Verdammten, das erste Mal ausgesetzt worden war? Gut. Okay, was nehmen wir? Eins ist so gut wie das andere. Mit dem Rückenhahn erinnert mich jetzt an die Flucht der Karibik. Schildkröten surfen, das wäre für die Schildkröteninsel, würde dazu passen. Nehmen wir mal das hier. Er erfand das Schildkrötensurfen. Das weiß doch jedes Kind. Genau. War das nicht einfallsreich? Allein der Gedanke, dass sich jemand zuzugeben traut, ein Schiff voller Rumschmuggler habe ihn aus purem Zufall gerettet. Und nun beantworte meine letzte Frage. Mit welcher geistreichen Kombination gelangten die vier Piraten aus der Salzhöhle rechtzeitig zum Anleger der Caribbean Express auf der Pfefferinsel? Wie bitte? Ich weiß, dass die Frage es in sich hat und werde dir nochmal die Zusammenhänge erläutern. Zu Beginn ihrer Laufbahnen verfügten die einbeinigen Piraten Henry Roblins, Diego Hinkebein, Jean-David Le Clopé und João de Passoromo über kein eigenes Schiff, weshalb sie sich auf der Caribbean Express mit Kurs auf die Pfefferinsel einschifften, okay, wo sie in der Salzhöhle die Karte für den Schatz mit der Nummer H94856 fanden. Niederträchtig und ehrlos wie alle guten Piraten stritten sie sich tagelang, bis die Erschöpfung sie dazu brachte, die Schatzkarte in vier Stücke zu teilen, so dass keiner den Schatz ohne die anderen finden konnte. Soweit doch die klar. Caribbean Express würde die Pfefferinsel 8 Tage später zum letzten Mal anlaufen. Da es zu diesem Zeitpunkt noch früh am Morgen war, blieben ihnen also 8,5 Tage, um zur Anlegestelle zu gelangen. Das Problem war, dass sie während ihrer Streitereien 3 der 4 Holzbeine verloren hatten. Sie entschlossen sich, paarweise zum Anleger zu gehen, wobei der eine sich auf den anderen mit dem Holzbein stützen sollte. Danach würde einer der beiden mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurückkehren, sodass sich ein weiteres Paar auf den Weg zum Anleger machen könnte, bis schließlich alle nacheinander angekommen wären. Die Reihenfolge war dabei sehr wichtig, da einige viel schneller laufen konnten als andere. Henry Roblins steckte sich einen Kiesel in den Stiefel, damit dessen Stechen ihn dazu zwang, schneller zu laufen, sodass er den Weg, trotz seines Gewichts, er wog mehr als der weiße Wal, innerhalb eines halben Tages zurücklegen konnte. Diego Hinkebein war daran gewöhnt zu rennen. Doch so fit er auch war, fehlte ihm doch der Ansporn des hinter ihm herjagenden gehörnten Ehemannes, sodass er einen ganzen Tag für den Weg brauchte. Jean-David Le Clopé prahlte damit, den leichtesten Schritt von allen zu haben. Doch hatte er ein paar Beeren zu sich genommen, die seine Eingeweide gehörig durcheinander brachten, sodass er sich alle 15 Schritte in die Büsche schlagen musste und die Strecke in 2,5 Tagen zurücklegte. João de Passoromo hielt zwar den Weltrekord im Hühnerjagen, doch benötigte er eine Kleinigkeit von 5 Tagen für den Weg zum Anleger, da er aufgrund einer Heißhungerattacke die 5 Zehen seines einzigen Fußes zu Mittag aß. Ich fasse noch mal zusammen. Henry Roblins benötigt 1,5 Tag, um zum Anleger zu gelangen. Diego Hinkebein 1, Jean-David Le Clopé 2,5 und João de Passoromo 5. Sie hatten nur noch ein Holzbein. Und die Caribbean Express würde 8,5 Tage später wieder anlegen. Und jedes Paar konnte den Weg nur so schnell laufen wie der langsamere von beiden. Also
Welche zwei Piraten kamen zuerst am Anleger an? Oh je, das ist so ein Rätsel-Dingsbums, wo ich mir vielleicht mal aufschreiben müsste. Das müsste ich mir aufschreiben, sonst kriege ich das nicht hin. Ich will jetzt einfach mal irgendeins. Ich hoffe mal, das passt. Joao de Passeromo und Jean David Leclopé. Und dafür benötigten sie 5 Tage. Und jetzt sag mir, wer von ihnen kehrte mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurück? Jean David Leclopé. Das macht insgesamt 7,5 Tage. Lass dich nicht entmutigen. Es läuft doch gut. Nicht wirklich. Welches war das zweite Paar, das zum Anleger ging? Jean-David Leclopé und Henry Roblets. Das macht insgesamt 10 Tage. Ich fürchte, Kamerad, dass die Caribbean Express nach dieser Zeit schon abgefahren war und die 3 Piraten auf der Insel zurückbleiben mussten. Okay, das ist ein etwas blöderes Rätsel. Da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Und mir vor allem mal das Zeug aufschreiben. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen, fetter Hund. Ganz meinerseits, Bluthund. Okay, ja. Der wird nicht aufhören. Oh nein. Sie wird uns dabei auch nicht helfen können, schätze ich mal. Kami, meine ich. Verzeiht, dass ich euch belästige, Lady Kami. Bitte schön, Monsieur Brushian. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Aber mir ist noch was anderes eingefallen. Er redet doch die ganze Zeit schon davon, dass es eklig ist, richtig sauber zu sein und so weiter. Sprich, die ganzen Piraten sind da dreckig. Und hier haben wir ein Fass mit Wasser, das sauber ist. Können wir jetzt einfach mal den Teufelshund einweichen und ihn damit sauber machen? Wäre besser, es nicht zu tun, sonst weckt ihn das Untertauchen. Obwohl, mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass das Wasser mit den verschiedenen Elementen die merkwürdigsten Reaktionen hervorrufen kann. Und vielleicht würde mir das schon weiterhelfen. Vielleicht tue ich es, aber zuvörderst würde mir gefallen, etwas anderes ins Wasser zu geben. Sowas wie Seife? Aber dann... Nur haben wir dann leider nichts. Oder kann man jetzt kann man jetzt in der Truhe was rausholen? Wenn ich mich recht erinnere. Hier ist es. Vielleicht ist der Moment gekommen, da dieses Stück Seife mir dabei helfen könnte, bestimmte Sagen zu beweisen. Okay. Aber komischerweise, er hat doch am Anfang nichts davon gesagt, dass da Seife drin wäre, oder? In dieser Aufzählung. Ich meine, ich habe es einfach mal probiert, aber Es sind mir merkwürdige Geschichten zu Ohren gekommen. Was passiert, wenn man diesem bösartigen Objekt namens Seife Wasser zuführt? Wir werden nun sehen, ob sie wahr sind. Oh, herrliche Zauberei! Das Wasser hat Hautbläschen bekommen, die aussehen wie aufgeblasene Geiferbläschen, so als ob es Tollwut hätte. Ich sollte meine Schöpfung irgendwie taufen. Seifenwasser? Verseiftes Wasser? So in der Art. Okay, dann probieren wir mal das hier. Ja, wird alles, was ich über Seifenwasser oder verseiftes Wasser und seine verheerenden Auswirkungen auf den Dreck gehört habe, sich bewahrheiten? Ich bin kein Wissenschaftler, aber war dennoch stets experimentierfreudig. Versuchen wir es. Halt die Klappe, du Blödmann, oder du wirst als Pinsel enden. Unglaublich! Der Dreck ist wie durch Zauberei aus seinem Fell verschwunden. Obwohl er jetzt aufgewacht ist, hält er mich nicht mehr für eine Bedrohung. Die ganze Welt weiß, dass ein Pirat ohne Schmutz seine Kraft verliert. Genau wie ein Gladiator, dem man die Haare abschneidet. Okay, mit der Schleife auch noch am Schwanz dran. Ach je, ist das süß.
Und wenn das jetzt mal nicht grausam ist, dann weiß ich auch nicht. Bewunder das hier, fetter Hund. Herrje, aber was um alle Welt hast du mit ihm gemacht? Poren tief rein, der arme Teufelshund. Der wird seines Lebens nie mehr froh. Wie konntest du so böse sein? So unbarmherzig, so grausam. Ich hätte dich für einen anderen Menschen gehalten. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Akt extremer Gewalt cum laude begangen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Okay, jetzt ist nur noch dieses Rätsel da. Gut, aber da muss ich mir das mal aufschreiben. Ich glaube, fürs Let's Play würde das ein bisschen zu lang dauern, das zu machen. Von daher mache ich mal eine kurze Pause und grübel darüber mal nach, ob ich da was rauskriege. Ich habe ja auch den Text innen schon aufgenommen, das heißt, ich kann es mir jederzeit nochmal anschauen. Da muss ich echt mal kurz drüber nachgrübeln. Und das würde hier, glaube ich, echt ein bisschen zu lang dauern. Ja, bis gleich. Gut, da bin ich wieder und ich habe die Rätselslösung. Ich muss aber zugeben, mir war das Rätsel ein bisschen zu heftig, beziehungsweise ich war ein bisschen zu faul dazu und hab's nachgelesen. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Sag mir, fetter Hund. Womit kann ich dienen, Bluthund? So, dann wollen wir mal diese Prüfungen machen. Das wissen wir. Prüfung der Geschichte, ja. Ich möchte die Prüfung in Geschichte der klassischen Gaunerei ablegen. Wo zum Teufel waren wir? Ach so, ich fasse noch mal zusammen. Henry Wablins benötigt einen halben Tag, um zum Anleger zu gelangen. Diego Hinkebein einen, Jean-David Leclopé 2,5 und João de Passoromo 5. Sie hatten nur noch ein Holzbein. Und die Caribbean Express würde 8,5 Tage später wieder anlegen. Und jedes Paar konnte den Weg nur so schnell laufen wie der langsamere von beiden. Also, welche zwei Piraten kamen zuerst am Anleger an? So, das war Henry Wablins und Diego Hinkebein. Henry Wablins und Diego Hinkebein. Und dafür benötigten sie einen Tag. Und jetzt sag mir, wer von ihnen kehrte mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurück? Das war Wablins. Henry Wablins. Das macht insgesamt 1,5 Tage. Lass dich nicht entmutigen. Es läuft doch gut. Welches war das zweite Paar, das zum Anleger ging? So, Wablins, nee. Ja, Passamaro. Nee, oder? Komisch, jetzt steht in der Anleitung stand irgendwie was anderes drin. Moment. So geht das jetzt nicht. Ah doch, da ist es doch. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. In der Anleitung steht es andersrum drin. Und, naja, ich bin ein bisschen blind. Die zwei hier. João de Passeromo und Jean-David Leclopé. Das macht insgesamt 6,5 Tage. Und jetzt sag mir, wer von den drei Piraten, die bereits am Anleger waren, kehrte mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurück? Das war Diego Hinkebein. Das macht insgesamt 7,5 Tage. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch Henry Wablins und Diego Hinkebein in der Salzhöhle. Genau. Die nur einen Tag benötigten, um den Anleger zu erreichen und somit rechtzeitig kamen, ihre Leben retteten, die Kartenstücke zusammensetzten und den Schatz fanden. Das Quartett ging als die vier Piraten aus der Salzhöhle in die Annalen der Gaunerei ein. Sehr gut, Kamerad. Du hast die Prüfung in Geschichte der klassischen Gaunerei bestanden. Yippie! Perfekt. Und schon habe ich die drei Prüfungen bestanden, die mich in einen Piraten von übelster Moral verwandeln. Meiner treu, das hast du mit Leichtigkeit geschafft. Sobald du mir ein Urkundenformular bringst, machen wir es offiziell.
Ein Urkundenformular. Jetzt wüsste ich jetzt nur einen Ort, wo Urkunden und so Zeug drin sind. Und zwar hier. Er wacht langsam auf. Oh, ouch. Man muss es so sehen. Der Junge hat sehr schlecht geschlafen. Ja. Hier drin in den Schubfächern. Da waren doch ganze. Da waren doch Dings drin. So Urkunden. Urkunden für. Ja. Ich werde eine mitnehmen. So, damit haben wir die Urkunde. Eine Urkunde Pirat von übelster Moral. Die können wir ihm dann geben. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann bekommen wir endlich einen Krog. Und dann bekommen wir, wenn wir den Krog haben, wahrscheinlich die Kerne. Und können den letzten Dings für den letzten Code für den Globus hier, wie ich jedenfalls mal annehme, bekommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!